Gerüchte finde ich richtig super. Und weil ich Gerüchte so richtig super finde, habe ich gedacht, hey, mach ich doch einfach eine eigene Kategorie darüber und die nenne ich jetzt einfach mal... Oder so ähnlich. Ich sammle eine Woche lang die besten Gerüchte und die stelle ich euch jetzt mal vor. Martin sitzt da. Gerücht Nummer 1 kommt von einem Analysten. Analysten machen ja irgendwie gerne Gerüchte und angeblich wird die Wii U nächstes Jahr eingestellt, weil sie nicht erfolgreich genug ist. Gerücht Nummer 2. Terry O'Quinn, der Typ, den ihr noch aus Lost kennt, der da John Locke gespielt hat, der wird der neue Lex Luthor in Batman vs. Superman. Gerücht Nummer 3. Terry O'Quinn wird ihn doch nicht spielen, sondern Tom Hanks. Gerücht Nummer 4. Steven Elop, hoffentlich sage ich das richtig, wird der neue CEO von Microsoft und verkauft die komplette Xbox-Sparte. Gerücht Nummer 5. Die Dreharbeiten für Ghostbusters 3 starten im Frühjahr 2014 ohne Bill Murray. Dafür mit Emma Stone. Gerücht Nummer 6. Der Terminator kehrt zurück. Terminator 5 Regie führt Alan Taylor, der hat bis jetzt Tor 2 gemacht und in den Hauptrollen zu sehen sind Emilia Clarke und Tom Hardy. Das ist die Daenerys aus Game of Thrones. Weil die so heiß ist, habe ich das gemacht, Martin. Gerücht Nummer 7. Lego bringt eine neue Kollektion auf den Markt. Und zwar zu, pass auf, 300 blutige Klötzchenfiguren. Was kann es Besseres geben? Gerücht Nummer 8. Es wird einen Freizeitpark für die Hunger Games geben. Komplett mit jeder Menge tödlicher Fallen für die Kinder. So, das waren auch schon meine 8 Gerüchte für diese Woche. Um es ein bisschen interessanter zu machen, habe ich genau ein Gerücht eingebaut, das ich mir selbst ausgedacht habe. Und wer jetzt rausfindet, welches das war und das in die Kommentare drunter schreibt, der bekommt ein Lob. So, danke fürs Zusehen und bitte vergesst nicht, uns auch zu abonnieren. Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Subscribe. Denn wir sind doch noch so klein und arm dran. Wir brauchen jede Stimme, jeden Abonnenten. Wir sehen uns nächste Woche wieder.